Exakt, das meinte ich. Und siehe da, wir haben einen zweiten Block gefunden. Noch einer dieser Blöcke. Und er brennt. Wir können die nicht zerstören. Ach, da ist ein geheimer Ort. Der Boden hat Risse. Ja, es sieht so aus, als wäre das alles vor Urzeiten erbaut worden. Vor Urzeiten also, Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Das ist ja ein clever durchdachtes Spielelement. Ich hole mir aber auf jeden Fall die Schatztruhe da. Ich habe doch wohl viele Schatztruhen schon aufgemacht. Warum habe ich das zwei? Eisen. Da oben war noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. So, erstmal hier hoch. Und dann müssten wir eigentlich wieder durch die Tür können. Und dieses Mal werden wir vermutlich den dritten Block schlagen können, wenn wir erstmal wieder bei ihm sind. Falls ihr euch wundert, warum er schneller geht, ich mache es absichtlich schneller, weil dann kommt er schneller wieder runter. Nur falls ihr das noch nicht gemerkt habt oder es euch nicht denken könnt. Ups, bisher noch kein einziges Mal runtergefallen. Ich bin stolz auf mich. Das Training hat sich ausgezahlt. Nur Xion fällt ständig runter. Aber mittlerweile hat sich's auch ein bisschen drauf. Ja, nicht wirklich. Gerade. Obwohl, ich habe den Hochsound gehört. Nein, sie musste sich... Boah, das war knapp. Für Xion ging es leider auf die Bretter. Aber das macht ja nichts, denn sie ist wieder bei uns. Ich denke mal, jetzt müsste irgendwas passieren. Yep. Uralte Technologie halt. Die können einfach so Türen öffnen und Schalter aus dem Nichts, Stufen aus dem Nichts erscheinen lassen und so. Die Schalter waren also für diese Stufen. Mal sehen, wo sie hinführen. Okay. Neuer Durchbruch. Das gefällt mir doch, so ein Durchbruch am frühen Morgen. Obwohl es schon halb neun ist. Tja, da kann man auch runterfallen. Nein, kann man gar nicht. Ist das nicht sozial von denen? Hier haben wir ein Missionsabzeichen. Die ganze Arbeit für dieses Einheitsabzeichen, seriously? Warum? Ah, ich muss jetzt wieder die Dings betätigen. Die Zahnradsäule. Dadurch öffnet sich der Weg in die Höhle. Und jetzt muss ich da entlang, bevor sie wieder zugeht. Die geheime Kammer, würde ich mal sagen. Die sieht nämlich ziemlich geheim aus. Mit einem Altar am Ende, wo vermutlich die Wunderlampe ist. Oder vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall war sie, denke ich mir, dass sie da ist, weil es geht ja auch nicht weiter. Und da ist ein Altar mit einem, der was in der Hand hält. Und hier haben wir eine Schatzkiste mit einem Potion. Das war der Schatz, genau. Keine Wunderlampe, gar nichts. Nee, ich denke, das wird die Statue sein, um die es geht. Was ist das für eine Statue? Sie hat ein Juwel oder so in der Hand. Was, ein Juwel? Ich dachte, das wäre die Wunderlampe. Das dürfte alles sein, was wir hier unten finden. Ja, hier sind weder Türen noch Schalter. Das muss das Ende der Höhle sein. Und was jetzt? Wir haben die Höhle komplett durchsucht. Kehren wir zum Schloss zurück.
Von mir aus gern. Mission abgeschlossen. Hey, wer seid ihr, Trottel? Nur weil wir ihm jetzt die Arbeit gemacht haben, die Tür aufzumachen, ist er jetzt natürlich da. Oh oh, ich kenne dich. Es werden böse Erinnerungen von einem Verfolge dich und ich darf dich nicht sehen, Spielwach. Du bist wegen der magischen Lampe hier, oder? Welche magische Lampe? Warte, wie redet er noch gleich? Hör auf dich, du! Na, das klingt scheiße. Hör, sagt er öfter, glaube ich. Hör auf dich dumm zu stellen. Hört mir gut zu. Diese Lampe ist offiziell ein Eigentum von Carlo. Mir, verstanden? Haltet also eure dreckigen Pfoten fern. Oh, Bosskampf. Besiege Carlo. Dam, dam, dam. Da hat Xion was abbekommen. War mal so richtig. Ups, was war das denn? Hast du mich gerade in Flammen aufgehen lassen, Xion? Dafür verdienst du es, Xion genannt zu werden. Ich sag's dir. Ja, warte. Ich warte noch, bis ich Limitbrecher habe. Und dann... Dann wirst du... Ja, das geht natürlich auch. Naja, man sollte diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen. Würde ich mal sagen. Ich gehe mal hinter ihn, da trifft man ihn sicher besser mit Magie. Ja, tatsächlich. So, bisher alles gut. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wieder sein komisches Dings beschwört, das er vorher hatte. Also das, was mir so viel Schaden gemacht hat. Das ist diese Attacke von diesen komischen Bauchherzlosen, die so riesig sind. Ach, die ist so cool. Ja, das ist das. Genau. Eine Bombe oder so. Was auch immer. Oh, es hat Xion getroffen. Aber wenigstens, ist er jetzt anscheinend tot. Und Xion schießt noch ein bisschen Eis auf ihn, weil er ja nicht schon tot genug ist. Verdammte kleine Strauchdiebe. Erst kann ich die blöde Lampe nicht finden. Und jetzt noch diese schrägen Vögel hier. Das ist nicht fair. Ach du Scheiße, die Höhle stürzt ein. Mist, das ist nicht gut. Ich bin da mal weg. Hey, warte. Los, Roxas, wir können nicht hier bleiben. Ja, du hast recht, schnell. Ach du Scheiße, ein Sandsturm? Wo kommt denn der her? Puh, wir haben es geschafft. Gerade noch so. Das war dann wohl der Kerl? Der, den Axel und ich gesehen haben? Ja, ich glaube, er hat sich Carlo genannt. Carter Carlo. Ja, er hat immerzu von einer magischen Lampe gesprochen. Was er damit wohl meinte? Ah, Roxas ist hinter dir! Was? Huch? Teppich! Und unten auf dem Touchscreen war ein Flashbild von Sora, als er zum ersten Mal auf Teppich traf. Was ist das? Alles okay?
Ja, scheint nicht feindselig zu sein. Ich glaube, es mag dich. Finde es heraus. Ja, finde es heraus. Haha, Genie. Was ist das für ein Kerl? Wer bist du? Wer ich bin? Du willst wissen, wer ich bin? Ja. Also gut, hier kommt eure persönliche Vorstellung. Ich bin Genie, der ehemalige Lampengeist, aber du kannst mich mit Vornamen ansprechen, Kleiner. Das ist mein guter Freund, der fliegende Teppich. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, gleichfalls. Jetzt komm schon, das kannst du aber besser. Warum so griesgrämig? Bist du etwa traurig? Glaub mir, mein Junge, ich kenn das. Zweifellos. Und wer seid ihr, Kinder? Wir sind niemand. Wir sind überall und nirgends. Psst! Roxas! Ich glaube, er mag dich. Wir sind, welches Thema denn dann? Ich wollte den Agrabah gerade nach dem Rechten sehen. Da entschließt sich der Teppich plötzlich abzuhauen. Meint, er hätte einen Freund gesehen. Ein Freund? Und der Freund bin ich? Klingt verrückt, oder? Ich komme also mit und freue mich auf ein gutes Gespräch. Und dann bist du plötzlich da. Wer in aller Welt bist du? Bist du sicher, dass er sein Freund von uns ist, Teppich? Jedenfalls, Agrabah ist die Stadt da drüben, oder? Ja, das ist sie. Die Heimatstadt meines besten Freundes, Al. Bester Freund? Der Teppich und ich sind gerade im Urlaub. Sozusagen auf einer kleinen Weltreise. In der Wüste. Aber wir haben uns Sorgen um Al gemacht. Und deswegen sind wir vorbeigekommen, um mal nach ihm zu sehen. Warum habt ihr euch Sorgen gemacht? Gibt es einen Grund? Na sicher! Um seine Freunde macht man sich eben Sorgen. Ich habe mir Sorgen wegen Jasmin gemacht und darum, wie sie in der Stadt wohl so läuft. Und nachdem ich einmal daran gedacht hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich kenne keinen Al, aber in der Stadt werden gerade Reparaturarbeiten durchgeführt. Stimmt, sie wird immer wieder von Sandstürmen getroffen. Was? Warum passiert sowas immer in dem Moment, in dem ich die Stadt verlasse? Okay, zurück. Ein wenig Magie und hier ist im Nullkomma nichts wieder alles in Ordnung. Dein Freund Al meinte, das wäre nichts für Magie. Er meinte was? Er meinte, die Einwohner sollten die Stadt mit eigenen Händen wieder aufbauen. Oh, also, wenn Al das sagt, dann muss es wohl so sein. Du wirst nicht helfen? Al meinte doch keine Magie, oder? Ich würde ja gern alles reparieren, aber ich muss die Wünsche meines Freundes achten. Vor allem, wie er mal glaubt, dass er das gesagt hat, obwohl es irgendwer andere sagt. Stimmt wohl. Wir sollten zurückgehen, Roxas. Ja, ich denke schon. Ich glaube immer noch, er hätte nichts gegen ein klitzekleines bisschen Hilfe einzuwenden. Oh, na endlich. Jetzt ist die Stadt in Sicherheit.
Und jetzt, wo das erledigt wäre? Wer seid ihr beiden? Und, sind sie weg? Oh, okay, vergessen wir das Wer. Wo seid ihr beiden? Hey, war die Mission erfolgreich? Ja, scheint zu funktionieren. Danke, Axel. Du und Roxas, ihr seid die Besten. Wir geben uns Mühe. Wo haben sie dich hingeschickt? Dorthin, wo du und ich schon einmal waren. Ah, wie hieß das nochmal? Agrabah. Oh, die Stadt in der Wüste. Wir sind diesmal einigen interessanten Figuren begegnet, was? Meinst du Carlo und Genie? Genie hat sich große Sorgen um seinen Freund, einen gewissen Erg, gemacht. Aber manchmal muss man seine Freunde sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern lassen. Das stimmt. Jeder braucht seinen Freiraum. Warum meinte Genie dann, dass er und Elle unzertrennlich seien? Ja, schließlich sind sie nicht an ihren Hüften zusammengewachsen. Ich glaube, man kann auch unzertrennlich sein, wenn man getrennt ist. Boah, das war ja voll deep gerade. Ja, wenn man sich einander nahe fühlt, wenn man einen besten Freund hat. Wie ist es, einen besten Freund zu haben, Axel? Keine Ahnung. Ich hab keinen. Ja, nee. Ich dachte, ihr seid die... ich dachte, Roxas ist dein bester Freund und so. Oh. Ich bin also nicht dein bester Freund. Das tut weh. Und da geht dieser lange Tag voller Zwischensequenzen endlich vorbei. Ich bin dafür, dass wir hier Schluss machen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kingdom Hearts. Bis bald.